Vielen herzlichen Dank. Dabei bin ich so ein ruhiger, ausgeglichener Mensch, meine Damen und Herren. Aber ich muss sagen, ich bin zurzeit ein wenig schlecht drauf. Ich habe nämlich ein Burn-Over-Syndrom. Ich bin zuweilen einfach überfordert. Es gibt Fragen da draußen in der Welt, die kriege ich einfach nicht in die Birne. Zum Beispiel die Frage, was macht eigentlich der Untergang des Abendlands? Nun wohne ich ja in Köln, also quasi mittendrin im Abendland. Das heißt, so ein Untergang hätte doch durchaus ernste Konsequenzen für meine ganze Lebensweise. Deshalb habe ich mich diesbezüglich mal ein bisschen schlau gemacht nach all den Horrormeldungen der letzten Wochen und Monate. Ich zuerst zu Ümit. Ümit hat bei uns so einen kleinen Zeitschriftenkiosk, weiß eigentlich über alles Bescheid, was im Viertel passiert. Ich sage, Ümit, was ist mit dem Untergang des Abendlands? Ja, den hätte ich jetzt nicht auf Lager, aber er könnte mal seinen Schwager fragen, den Erkan. Der könnte den eventuell bestellen. Ich sage, ist nicht nötig. Ich gleich weiter rüber zur Frau Dardai. Die Frau Dardai kommt aus dem Iran, trägt Kopftuch und hat eine kleine Änderungsschneiderei. Ich gleich mit der Tür ins Haus. Ich sage, Frau Dardai, was ist mit dem Untergang des Abendlands? Sagt sie, ja, sie können heute nichts mehr annehmen, weil sie müsste jetzt erst zum Friedensgebet in die Moschee, anschließend zur Demonstration gegen den islamistischen Terror. Ich weiter ins Restaurant nebenan zu Costa, dem Griechen. Ich sage, Costa, was ist mit dem Untergang des Abendlands? Sagt er, hätte heute nicht auf der Karte, aber er könnte mir empfehlen, ein leckeres Leipziger allerlei mit Kartoffeln statt Döner. Ich denke, haha, wie lustig. Bin gleich rüber zu Mahmoud, dessen Eltern kommen aus Algerien. Der hat so einen kleinen Copyshop da. Ich sage, dem kann sich eigentlich nur über ein Thema unterhalten, über Fußball. Ich sage, Mahmoud, komm, was ist mit dem Untergang des Abendlands? Da wird er völlig panisch, guckt mich total entsetzt an und sagt, hast du auch gelesen? Wahnsinn, der Untergang ist nah. Ich sage nur einen Namen, Hussein, Prinz Ali bin Hussein von Jordanien. Der will jetzt den braven Sepp Blatter vom höchsten Thron stoßen, den diese Welt zu vergeben hat, den des FIFA-Präsidenten. Wie bitte? Sepp Blatter, der wie kein Zweiter die Werte des christlichen Abendlands verkörpert. Grundehrlich, hochanständig und unbestechlich. Und der soll jetzt dahin gejagt werden, wo sein Herausforderer herkommt, in die Wüste von einem Muslim. Was für Aussichten, meine Damen und Herren. Dann heißt es in Zukunft, Fußball ist unser Leben, denn Kalif Fußball regiert die Welt. Ich sehe es schon vor mir, in den Stadien werden sämtliche Bratwurst- und Bierbuden geschlossen. Nach jedem Tor schallt ein Allahu Akbar aus den Lautsprechern und die deutsche Fußballnationalmannschaft stolpert, die Frauenfußballnationalmannschaft stolpert im Schador über den Platz und dann wird es nicht mehr lange dauern, bis das giftgrüne Banner des Dschihads auch auf der Reichstagskuppel in Berlin wehen wird und dann werden sie wahr, diese furchtbaren Visionen, die Kirchen geschändet, die Kreuze zu Sägemehl pulverisiert und Helene Fischer darf nie mehr die schönsten Weihnachtslieder singen, sondern wird zwangsverheiratet mit einem halbwüchsigen Konvertiten, der sie zwingt, fünfmal am Tag in Ganzkörperkartoffelsack seinen Gebetsteppich zu saugen, ja. Von wegen, was heißt da, Satire auf Arabisch, Allah mal lachen, nix da. Dann, meine Damen und Herren, dann wird der Mujezin zum Alleinunterhalter. Auf allen Fernsehkanälen läuft Al Jazeera und in den Gängen der Kaufhäuser faulen die abgehackten Hände der Ladendiebe. Und davor haben die Menschen Angst. Ja? Und deshalb gehen sie immer mal wieder auf die Straße und rufen, wir sind das Volk. Und wenn man da mal ganz höflich fragt, ja, wer sind wir denn eigentlich? Da heißt es immer nur, wir. Oh, wir sind immer noch wir. Ich bin wir und du bist wir und er ist wir und sie ist wir. Wir vier sind wir, so ist das hier. Doch die von da und der von da sind nicht von hier und nicht wie wir. Denn ich und du und er und sie, wir vier sind eben nicht wie die. Und weder die noch der von da kann sein wie wir, das ist doch klar. Selbst wenn er irgendwann vergisst, dass er von ganz woanders ist und glaubt, er wäre jetzt von hier und wäre jetzt genau wie wir, dann geht das nicht, weil wir bin ich und wir bist du und er gehört da nicht dazu. Und so zu sein wie du und ich, das will er in der Regel nicht. Und das ist ja auch richtig und wahrscheinlich wichtig, dass jeder weiß, wer er ist und niemals vergisst, dass da und hier und die und wir. Weil es stets so war, dass die von da und wir halt von hier, und zwar alle vier, ich, du, er und sie. Und wären wir wie die, dann wären wir ja von da. Und daran scheitert es ja. Wären wir von da und die von hier, dann wären die wir und wir wären die. Und wir wüssten nie, wie es ist, dieses Wir-Sein, dieses Gott-so-gar-Hier-Sein. Weil nicht sein darf, was nicht sein kann, fangen das erst gar nicht an. Ich bleib ich, du bleibst du, er bleibt er und sie bleibt sie. Wir vier bleiben wir, die bleiben die. Und so bleibt alles irgendwie genauso, wie es immer war. Na wunderbar. Dankeschön.